Hallo Leute, mein Name ist Martin und herzlich willkommen zu Wrestling News. Die Themen heute: Will Ospreay veröffentlicht, dass er unter Depressionen leidet. Außerdem haben wir ein paar Änderungen bei zwei NXT-Damen. Und was ist jetzt eigentlich mit WrestleMania 37? Das ist nämlich auch schon in Gefahr. Heute beginnen wir mal mit zwei NXT-Damen, die ihr Optisches ein wenig angepasst haben. Denn Xia Li und Rhea Ripley haben ab sofort neue Frisuren. Jetzt ist ja in der WWE so, dass es teilweise ein bisschen schwierig ist, wenn man komplett anders aussieht oder einen ganz anderen Stil hat. Und hier ist es so, dass es jetzt nicht komplett anders ist, aber trotzdem auch hier die Frage ist, ob sie das so beibehalten, wenn sie denn wirklich wieder mehr in den Shows eingesetzt werden. Denn Rhea Ripley ist jetzt zum Beispiel blond. Sie hat also ihre Haare komplett blond gefärbt. Ob das so bleibt, keine Ahnung. Hier auf jeden Fall ein Bild dazu. Und Xia Li hat jetzt viel längere Haare als sonst. Sie hat ja eigentlich eher kürzere und hat sich die jetzt ordentlich wachsen lassen. Mal sehen, ob das auch in den Shows dann weiterhin so bleibt oder ob sie dann wieder zurückfärben oder halt wieder kürzen müssen. Aktuell ist es ja so, dass wir zurzeit sehr wenig Einschaltquoten für Raw haben und einfach die WWE momentan nicht so wirklich gut läuft. Allerdings hat AJ Styles in einem Interview die Lösung präsentiert, und zwar Roman Reigns. Denn er meinte, dass Roman Reigns auf jeden Fall einen großen Bestandteil in der aktuellen WWE-Politik hat, wurde ja auch groß aufgebaut, ist nun mal einer der Top-Stars in der WWE, und dass der jetzt fehlt, das hat natürlich auch großen Einfluss auf die Quote. Es gab ja schon mal eine Zeit, als Roman Reigns mal verletzt war, wo auch die Einschaltquote extrem runtergegangen ist. Und auch da hat Vince McMahon schon gesagt, dass es nun mal daran liegt, dass die Topstars weggebrochen sind. Und das haben wir analog jetzt eigentlich auch. Wir haben halt in den letzten Jahren uns zu wenig darauf konzentriert, mehrere Topstars aufzubauen, sondern uns immer nur um ein oder zwei oder mal drei Topstars gekümmert. Und das rächt sich jetzt. Aber seht ihr das auch so? Denkt ihr, wenn Roman Reigns wieder zurück wäre, dass alles wieder gut wäre? Diese Woche gab es ja bei All Elite endlich das Match zwischen Jon Moxley und Brian Cage. Und damit ist natürlich auch hier bestätigt, dass Jon Moxley zu keinem Zeitpunkt Corona hatte, beziehungsweise den Virus in sich getragen hat. Was natürlich eigenartig ist, da seine Frau Renee Young das ja hatte. Also, wie geht das eigentlich? Aber jetzt gab es nochmal ein Gespräch mit Brian Cage und dieser hat in einem Interview darüber gesprochen, warum er sich jetzt direkt für All Elite entschieden hat. Und er meinte, dass er hier einfach großes Potenzial sieht, dass er hier die Möglichkeit hat auf neue, coole Matches, dass die Leute, die da sind, einfach richtig Bock haben. Das hören wir ja immer wieder, wenn es um All Elite geht. Und er konnte sich ja aussuchen, wo er hingeht, weil auch die WWE hätte ihn sehr gerne unter Vertrag genommen. Aber hier hat er sich für All Elite entschieden. Und hat jetzt einfach sehr viel Spaß da bei der Arbeit. Das heißt nicht, dass er nicht irgendwann mal den Weg zur WWE findet. Aber aktuell war Brian Cage jetzt eigentlich schon mal überall. Und wenn er sagt, yo, All Elite ist cool, dann ist das schon mal nicht so schlecht. Dann ist ja aktuell sowieso wegen Corona und alles ist kompliziert. Und der SummerSlam wird jetzt auch wieder ins Performance Center verlegt, der ja eigentlich immer als Standpunkt hieß, dass es da wieder in Ordnung wird. Aber Freunde, das Ding wird sogar noch schlimmer. Denn WrestleMania 37, nächstes Jahr im April, ist jetzt schon in Gefahr. Denn eigentlich sollte ja das WrestleMania in Los Angeles stattfinden, auch wieder unter dem WrestleMania Goes Hollywood Banner. Und Los Angeles hat halt schon gesagt, als das Ganze losging, dass sie sogar bis zu einem Jahr lang keinerlei größere Menschenansammlungen mehr erlauben. Und da gehört halt auch WrestleMania dazu. Das heißt, obwohl es noch so lange in der Zukunft liegt, sieht es jetzt eigentlich schon für WrestleMania super schlecht aus, zumindest so wie es aktuell oder an dem Ort, wo es aktuell geplant ist. Klar könnte man hier immer noch zu anderen Objekten wechseln, in andere Staaten, in andere Städte, wo man dann halt einfach weniger Auflagen hat, aber für Los Angeles mit WrestleMania sieht es wirklich erstmal nicht so gut aus. Ja, diese ganze Scheiße, die wird uns noch so lange belasten, also auch da. Jetzt durch diese ganze Corona gab es ja einige Wrestling-Promotion, die gerade gar nichts mehr gemacht haben. Es gab welche, die immer so ein bisschen was gemacht haben ohne Zuschauer. Es gab welche, die halt auch schon pleite gegangen sind
und ihre ganze Company aufgelöst haben. Und dieses Schicksal, so hieß es vor kurzem, sollte wohl auch die NWA betreffen, die ja eigentlich mit ihrer neuen Weekly und so weiter erst so richtig jetzt Fahrt aufnehmen konnte, aber durch Corona jetzt auch erstmal wieder nichts machen konnte. Jetzt hat sich aber Billy Corgan, also der Promoter der Show, dazu geäußert, zu diesen Gerüchten, dass sie möglicherweise auch den Laden dicht machen. Und er sagte, dass das nicht der Fall ist, dass die NWA weiterhin bestehen wird und dass sie auch nach der Corona-Krise denn weiter alles machen werden. Aber trotz allem kam halt das Gerücht da jetzt auf und da musste er jetzt einfach mal sagen, nein, alles cool, wir ziehen weiter durch, die Promotion wird weiterhin bestehen. So, dann wird ja der Wednesday Night Raw aktuell meiner Meinung nach immer interessanter. Ich hier in den News habe das schon immer angegangen und ich fand es immer schon irgendwie interessant, aber jetzt wird es immer persönlicher und jetzt wird es richtig lustig. Denn diese Woche hat zum Beispiel auch Chris Jericho das Ganze während Dynamite angesprochen. Er hat zum ersten Mal diesen Wednesday Night Raw angesprochen und gesagt, dass All Elite den demografischen Krieg quasi gewonnen hat, da sie zwischen den Personen von 18 bis 49 in der werberelevanten Gruppe immer mehr hatten als NXT. Dazu hat Jericho jetzt auch schon als Demogod ein neues T-Shirt veröffentlicht und so weiter. Also er arbeitet halt wieder sehr gut damit, dass er dafür zuständig war, dass All Elite die Nase vorne hat vor NXT und das halt auch in seinen Promos verbaut. So, diese Woche hatten wir natürlich auch wieder Episoden und dieses Mal war es so, dass All Elite sogar mehr Einschaltquoten hatte, denn die hatten 788.000 Zuschauer, NXT hatte 651.000 Zuschauer. Das heißt, All Elite hatte hier auch wieder die Nase vorn gegenüber NXT, aber sie hatten sogar mehr als doppelt so hohe Quote in der werberelevanten Gruppe. Also unser Demogod macht hier auf jeden Fall seinem Namen schon mal alle Ehre, denn dass sie einfach mal die werberelevante Gruppe verdoppelt haben in Bezug zu NXT, ist halt schon wirklich krass. Jetzt kann man sogar noch in den Wednesday Night Raw noch eine Sache mit dazusetzen, denn in dieser Woche lief ja auch am Mittwochabend die UFC mit einer Fight Night live. Und hätte da quasi diesen Krieg mitbestimmen können. Die separieren sich aber genau zwischen NXT und All Elite. Das heißt, All Elite war sogar noch stärker als UFC, aber auch stärker als NXT. Also NXT ist dann von den dreien am schlechtesten diese Woche gewesen. Und dann hat der New Japan Pro Wrestling Superstar und eigentlich einer der größten Independent-Namen Will Ospreay auf seinem Instagram-Account etwas sehr Bedauerliches, Interessantes und auch Schlimmes eigentlich gepostet. Und zwar hat dieser bekannt gegeben, dass ihn diese ganze Speaking-Out-Kampagne und diese ganzen Movement, die jetzt ja einfach in der letzten Zeit war, auch Corona und so weiter, dass ihn das einfach übelst krass von den Beinen geruppt hat und dass er sogar Depressionen hatte und teilweise sogar auch Selbstmordgedanken. Hat nämlich in einem Post darüber gesprochen, dass er über diese Selbstmordgedanken hinweggekommen ist und dass er sich quasi wieder mehr oder weniger gefangen hat, dass es ihn zwar immer noch hardcore bedrückt, aber er das auf die Reihe gekriegt hat, mehr oder weniger. Also hat hier out of nowhere einfach mal in einem Instagram-Story-Post so ein Ding gezündet. Das erschüttert hier schon erstmal, wenn jemand wie Will Ospreay, den du ja wirklich siehst als einer der Top-Leute, dass der so hardcore struggelt, ist halt schon krass. Deswegen, Freunde, wenn es euch nicht gut geht, sucht euch Hilfe, guckt meine Livestreams, kann ich wirklich nur empfehlen, das wird euch viel bringen. Guckt meine Let's Rutsch, da habe ich auch schon gehört, dass die sehr viel positive Gedanken raushauen. Deswegen gebt euch die natürlich auch noch und meine Vlogs ja sowieso. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Das war es auch schon mit den News. So viel hatten wir jetzt heute erstmal nicht. Es steht ja Extreme Rules vor der Tür. Da habe ich ja auch schon ein Warum Extreme Rules scheiße wird Video hochgeladen. Checkt das auf jeden Fall auch noch aus. Und dann checkt auf jeden Fall noch den Smilodog Sale aus. Der große Summer Sale ist nämlich jetzt nur noch bis diesen Sonntag. Das heißt, ihr habt jetzt noch 2-3 Tage Zeit, um hier ordentlich einzukaufen. Checkt das aus. Martin10 Gutscheincode und dann gibt es bis zu 60% und mit dem Gutscheincode nochmal 10% Rabatt obendrauf. Also richtig viele Rabatte. Gebt euch das, kauft das Ding leer und dann läuft das auch. So, Freunde, ansonsten war es das jetzt erstmal mit dem Video. Wir sehen uns dann morgen in der Preview zu Extreme Rules oder am Sonntag um 20 Uhr zu meinem Extreme Rules Vorschau, Preview, Kickoff Stream und auch zu den Live Reactions. Das heißt, wir gucken die ganze Nacht zusammen Extreme Rules und werden dann mal sehen, was das wird. Bin ich auf jeden Fall schon mal gespannt. Kommt da gerne vorbei im Stream und dann sehen wir uns da. Haut rein, macht nicht mehr so dolle, Daumen nach oben, Abo da lassen, Glocke aktivieren und natürlich Kanalmitglied werden und eure Meinung zu allen Themen in die Kommentare. Und wir sehen uns dann im Video. Haut rein und ciao!